Willkommen zu einem kleinen Update. Ich habe jetzt mal 2 oder 3 Wochen gesammelt und da hat sich doch etwas mehr angesammelt als vielleicht so. Und ich zoome extra mal aus und rum, um von anzufangen. Und zwar als erstes die 10-Euro-Münze Dornröschen von 2015. Die erste Ausgabe in polierte Platte und Silber. Dann als zweites die 10-Euro-Münze 1000 Jahre Leipzig, auch von 2015. Die vorletzte Ausgabe des Jahres, auch wieder in Silber und in polierte Platte. Dann die 2-Euro-Gedenkmünze. Gucken, Fokus, machst du mit? Jo. Für. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Moment. Ja, 200 Jahre Republik. Ich war mir gerade nicht ganz so sicher. Es müssten 200 Jahre Republik sein. Jo, ich glaube schon. Und zwar von 2015. Und wenn ihr unten mal schaut, zwischen dem mittleren Stern und dem, der daneben, rechts daneben ist, dieses kleine Symbol. Ich weiß nicht, inwieweit ich das draufkriege, ohne dass es dunkel wird. Na, es geht ungefähr so, ihr seht auf jeden Fall, was ich meine. Also mit Münzzeichen von. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Land oder ob die auch direkt in Malta geprägt wurde. Auf jeden Fall etwas seltener mit dem Münzzeichen Merkurstab und Schlange. Und als drittes, etwas größer. Moment, ich lege hier mal die 2-Euro-Münze daneben. Etwas größer. Man sieht es vielleicht, ich glaube nicht. Und zwar die, Gott, ich muss ja hier richtig weit raus, die 5 Unzen USA Blue Ridge Parkway. Jetzt erst ganz neu. Das Geräusch im Hintergrund ist gerade meine Katze. Und ich habe jetzt leider keinen Handschuh an, deswegen mal ganz vorsichtig. So, und noch einmal um 180 Grad drehen. Genau, das ist dann die Vorderseite. Ist jetzt die zweite 5 Unzen Quarter-Dollar-Münze, die ich habe. Ich habe ja schon die von nicht Washington Monument, das war genau das andere vom Mist. Mount Rushmore, genau, Mount Rushmore war's. Schlimm, man muss viele Münzen hat, da weiß man gar nicht immer alles, was man so hat. Genau, das ist noch die dritte Münze. Und ich denke dann im nächsten oder übernächsten Update könnte es dann auch wieder ein bisschen mehr geben, denn es kommt jetzt langsam die 2016er Münzen, also Lunar-Serie, Jahr des Affen und die neuen Kookaburras und so weiter dann auf dem Markt und ich denke, da wird es wieder etwas mehr geben. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen und ich kann euch nicht versprechen, dass wir uns nächste Woche schon wiedersehen. Ich würde fast nicht damit rechnen, ehrlich gesagt. Aber dann in 2 Wochen könnten wir, in 2 bis 3 Wochen könnten wir uns dann wiedersehen zum nächsten Update. Also bis dahin, tschüss.